habe mich einfach im Internet informiert über verschiedene Berufe. Bin halt selber Brillenträger, im Moment Kontaktlinsen. Dementsprechend habe ich einfach die Anzeige gesehen, habe mir gedacht, das klingt eigentlich interessant. Ich finde es halt total interessant, weil wir die Mischung zwischen Handwerk und Kunden einfach haben. Also wir sind nicht einfach im Einzelhandel, wo wir jetzt Sachen verkaufen. Sondern erstens haben wir eine sehr persönliche Kundenberatung. Das heißt, wir reden eben sehr intensiv mit Kunden und haben aber auch handwerkliche Ausbildung. Also wir lernen komplett unsere Brillen selber herzustellen, von Grund auf. Und haben auch noch ein bisschen Büro dabei. Das heißt, man hat eigentlich eine unendliche Abwechslung. Die Ausbildung dauert 3 Jahre. Ich bin einfach hauptsächlich bei Fiedmann im Betrieb. Ich habe immer Blockschule, das heißt, bin dann 2-3 Wochen in der Schule, dann wieder 6 Wochen auf der Arbeit. Habe dann in dem Fall von Fiedmann noch interne Schulungen, wo ich einfach Praxis oder Theorie beigebracht bekomme. Es ist halt generell schön, wenn man merkt, dass man einfach Kunden was Gutes tun kann. Man hat immer wieder Kunden, die sagen, ich verliere einfach Lebensqualität, weil ich nicht viel sehe. Und wenn man denen im Prinzip eine Brille geben kann, um sie wieder sehen, ist es halt, sieht man einfach, wie dankbar die Kunden sind und das ist dann schon schön. Einfach informieren, im Prinzip Augenoptiker werden immer besucht. Das ist auch ein Beruf, der hat Zukunft, weil irgendwann sieht jeder schlecht im Alter, spätestens im Alter ist es einfach so. Dementsprechend wird der Beruf nicht aussterben und es wird auf jeden Fall gesucht, einfach im Prinzip einfach in den Betrieb reingehen, nachfragen oder im Internet informieren. Ich bin nicht so hektisch wie mein Chef. Mein Chef ist leider unheimlich hektisch, wenn er im Verkauf ist und weiß nicht, wann man auch mal entspannt sein kann. Ich glaube, da bin ich besser.